Die Woche ist rum, eine neue Woche hat begonnen und offenbar habe ich jetzt hier schon Belohnung bekommen. Ich hatte mich gerade schon gefragt, wo und wann man hier die Belohnung bekommt. Ich habe aber jetzt, glaube ich, schon viel mehr Geld, als ich beim letzten Mal auf dem Konto hatte und auch hier schon einige Belohnungen offenbar bekommen. Muss ich mir die nicht erst noch abholen? Oh, ich habe ein Premium Gold Pack, noch ein Jumbo Premium Gold Pack und noch ein Premium Gold Profis Pack. Die muss ich mir offenbar nicht irgendwo abholen. Wo habe ich die denn jetzt genau für bekommen? Für Squad Battle? Gab es da jetzt schon die Belohnung? Ich gucke einfach mal rein. Mein Rang. Nee, da gibt es noch andere Belohnungen. 65.000 Münzen. Was? Ich bin auf... Halt. Hab mich verdrückt. So, nochmal. Wo? Mein Rang. 1 bis 200. Ich bin noch bei 1 bis 200? Nein, bin ich nicht. Wo war ich denn genau? Sieht man das? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Da gab es die Belohnung jetzt für Rivals. Aber Rivals habe ich ja nichts erreicht. Champions. Da steht ja auch Rivals. Bis zum nächsten Wettkampf. 5 Tage. Okay, hier habe ich bei Squad Battle 0 Punkte. Dann werden das wohl die Squad Battle Belohnung gewesen sein. Hier steht ja, die Saison bei Rivals endet in 2 Tagen 15 Stunden. Dass das ein bisschen versetzt ist, macht ja Sinn. Dennoch hätte ich das lieber gern, dass einem das hier ganz genau gesagt wird, wo jetzt welche Belohnung herkommt. Aber egal, wir öffnen dann die Packs einfach mal. Normalerweise kommt das doch, wenn man bei Squad Battle nochmal reingeht, dann sieht man die Belohnung, die man bekommen hat und den Rang, den man abgeschlossen hat. Wie dem auch sei, wir haben jetzt hier ein Premium Gold Profis Pack. Nichts als Spieler, ideal, um ultimative Mannschaften aufzubauen. Ja, das kann ich doch gut gebrauchen. Athletic Bilbao, Demarcos, Rechtsverteidiger, 80er Wertung. Das ist doch, glaube ich, noch meine Schwachstelle gewesen. Oder dann haben wir noch Raphael Teloy, Innenverteidiger 80. Wahi, 78. Stürmer Quinn, 78. Kanadierin. Smith, diesem Prinzess Lea Doppeldutt, auch sehr sympathisch. Haben wir hier die Kanadierin, Amerikanerin, Braithwaite, Jenny, Tussard, Gray und Kedira auch noch. Das sind ja wirklich viele, viele Spieler hier. ZDM zweimal. LM USA 1, USA 1, hier die beiden aus der Frauenliga. Italien 1, Spanien 1. Ali und Bart. Mal wieder eine Blondine, passt bei mir gut rein. Die ist aus der Espanol-Liga F. Der graue Haare, sind das schon echte graue Haare oder künstlich grau gefärbt? Auf jeden Fall denke ich, eine Menge Spielermaterial, was man gut gebrauchen kann. Jumbo Premium Gold Pack. Doppelte Größe des Premium Gold Packs. Ein seltenes Item extra. 24 gemischte Gold Items, Spieler und Verbrauchs-Items. 7 selten. Brasilien ZM. Newcastle United. Badumts Joelinton. 82er Wertung. Kann man auch gut gebrauchen. Locatelli, ZDM, ist auch 82. Barak, ja viel fürs Zentrum hier, aber auch ein Mann für Außen. Estupinian, Tomiyasu, auch ein Außenverteidiger. Gazdak, ja, jetzt kriege ich direkt massig Spielermaterial auf einmal. Johnson, Prät, Profiverträge, viele Verträge, Managerverträge, Profiheilung. Artist, Managerliga. Was bedeutet das, Managerliga? Managerliga, ich verstehe nicht ganz, was das ist. FC Bologna, Wappen, Knie, Rutscher und Ziehen. Und My Way, ist das Limp Bizkit oder Frank Sinatra? Kann man sich das anhören? Dann haben wir erstmal noch ein Premium Gold Pack. Eine Mischung aus 12 Gold-Items, darunter Profis und Verbrauchs-Items. 3 selten. Deutschland, Stürmer, BVB, wer könnte das sein? Ist es Füllkrug? Es ist Füllkrug, ja geil. Lücke. Mut zur Lücke, 80er Wertung. Daka, noch ein Stürmer, noch ein Torwart, Verbruggen, Profiverträge, Powerhouse Hobbs, Managerliga, Inter Miami, CF und die Griechenland-Vereinshymne. Ist das die griechische Nationalhymne? Ja, ich glaube, wir haben hier ordentlich abgesahnt.
Wie gesagt, ich hätte mir das ein bisschen transparenter gewünscht, wo die Packs jetzt genau herkommen, aber kann ich mir denken. So, dann kaufe ich mir noch ein Premium-Silber-Pack. Mache ich einfach jetzt mal direkt am Anfang. Ich möchte Paderborner. Das ist ein Linksverteidiger in Nürnberg. Der Glub. Das ist der gute Wegesser. Der Wegesser. Besser als Mitesser. So. Granados ist das Team of the Week. Gibt es Team of the Week hier auch bei diesen ganz unteren Klassen? Oder was bedeutet der Hintergrund? Adorno. Schon mal von gehört. Haudum. Profiverträge. West Bromwich. Kaiserslautern Auswärtstrikot. CF Montreal. Ich kriege sehr häufig Kaiserslautern Artikel. Und könnte jetzt vielleicht auch mal ein bisschen verkaufen gehen. Bisschen bei Squad Building gucken. Ich habe jetzt nicht so super viel Zeit, deswegen mache ich jetzt nur ein Spiel. Ich bleibe jetzt erstmal noch beim Squad Battle. Das hat mir ja ganz gute Belohnungen gebracht. Was ist denn mein Rang genau? Bin ich noch bei Bronze 3? Ich sehe meinen Rang nicht. Ist das unübersichtlich oder bin ich doof? Wir haben auf jeden Fall neue Gegner. EA Sports FC, 1800 Punkte. CR7 Gold aus Saudi-Arabien. Tronda aus der Tschechischen Republik. Jinky Mi Jinky aus England. Ultimate Team. Ich muss scheinbar nochmal ganz von vorne anfangen. Ah ja, gespielte Partie 0 von 32. Hätte dennoch gern gesehen, wo ich am Ende war. So, dann machen wir mal ein Match gegen. Spielen wir mal gegen Jinky Mi Jinky. 88er Wertung, maximale Chemie. Weltklasse. Und da müssen wir auch ein bisschen aufrüsten. Pepe hat keinen Vertrag mehr. Wir haben aber auch neues Spielermaterial. Coman kann nicht mehr mitwirken. Lass ich einfach mal den Gray hier spielen, der ist auch nicht schlecht. So, jetzt können wir mal komplett auf Gold hier aufrüsten, Rechtsverteidiger. Da haben wir jetzt ja DeMarcos, jetzt sind wir hier komplett Gold. Im Tor können wir auch, glaube ich, ein bisschen aufrüsten. Da haben wir hier den Mandanda, der ist ein bisschen stärker als die Dame. Chemie haben wir jetzt auch auf 14. Haaland bleibt mal mit drin. Im Zentrum können wir auch ein bisschen aufrüsten. Haberer, kommt mal Joey Linton rein. Das hat aber die Chemie verringert. Locatelli. Da wird die Chemie noch geringer. Vesca. Da haben wir eine Chemie von 14. Gut, dann machen wir das so lieber. Das letzte Spiel von Frau Rodman. Wir können die Bank mal ein bisschen upgraden. Ist, glaube ich, zu stark für die Bank. Füllkrug. Füllkrug. Ich möchte Christine Kögel nicht rausnehmen. Mal die Bank ein bisschen verbessern. Ja, so machen wir es mal. Obwohl Füllkrug spielt dann doch mal von Beginn. Christine, du musst leider auf die Bank. Da ist die Chemie noch mal besser geworden. So. Auch ein Blondinensturm. Jetzt habe ich nur eine Frau noch drin. Das ist mir zu wenig. Dann möchte ich doch lieber noch mit einer anderen Frau spielen. Dann nehme ich hier Frau Barth. Damit habe ich die Chemie etwas reduziert. Aber zumindest zwei Damen. Gefühlt alles blond. So, Angriff haben wir 5 weniger, Mittelfeld 7 weniger, Defense 11 weniger, aber mal gucken, ob wir hier was Zählbares holen können. Pinktober. Schick, schick. Und wie gesagt, ich willkommen zu diesem heutigen werde nur das eine Spiel in diesem Part machen können. Am Mikrofon für Sie, wie gewohnt, Vollfuß. Ach, die Truppe. Aufstellung hätte ich mir auch mal angucken können. Battles-Modus gehen. Das klingt nach hochinteressanter Fußball. Ob wir hier was Zählbares holen können. Ist nicht garantiert. So. Ja, klasse. Einige neue Leute, an die ich mich erstmal gewöhnen muss. Auch gestern nicht spielen können.
Und da ist direkt das 1-0 in der dritten Minute. So geht es schnell, so geht es einfach und da müssen wir jetzt sofort hinterherlaufen. 1-0. Wir lassen sich nicht lange bitten. So, Gray, auch ein neuer Mann hier. Doku. Carlos Alberto. Wow. Kelly Schmidt. Fast mit dem 2-0 direkt. Also so. Gerade etwas Schwierigkeiten ins Match zu kommen. Rodman, ihr letztes Spiel, aber ich werde sie mit Sicherheit verpflichten. Füllkrug, da ist er. Haaland. Ja, und er setzt selber nach und dann ist es schon der Ausgleich. Nur wenige Minuten später. Der Nachschuss. Mit Vehemenz geht er da hinterher und nagelt den Ball rein. Mal wieder ein torreicher Start in die Partie. So, der Stadionsprecher spricht offenbar, was ist das, Spanisch? Carlos Alberto ist das. Carlos Alberto. Sah der nicht mal anders aus? Oder nicht Linksverteidiger? Und jetzt Kelly Smith und da ist das 2-1. Und das ist doch viel zu einfach. Ich krieg's nicht gescheit verteidigt. Ist das eine klassische Spielerin? Oder warum ist das Foto so angegraut? Oh, Rodman. Dann muss hier schnell der Ausgleich her. Wir haben ja die Abwehrreihe verstärkt, aber wir treffen hier natürlich auch auf sehr viel Qualität. Bruno Guimarães. De Bruyne schießt. Blockt ab. Hey. Hey. Der Ball kommt nicht gut. Ob das auch Probleme gibt mit der Frau in der Innenverteidigung, ob die vielleicht zu klein ist, aber da ist ja noch eine andere Frau. Und bisher ist die Abwehr ja alles andere als sattelfest. Mal gucken, der Haaland ist natürlich per se extrem gefährlich. Rodman auch. Sie haben den Ball und sie schauen immer wieder, wo sind die Nebenleute. Einfach mal Distanzschuss. Ah, etwas verzogen. Nicht ideal gemacht. Ruben Dias. Ruben Dias. Da ist Son. Dürfen denen nicht zu viel Raum geben. Aber es klappt jetzt schon mal besser. Rodman wird wieder geschickt. Trinity Rodman. Könnte der Ausgleich sein. Haaland! Da ist der Ausgleich. Hab ich eben vergessen zu machen. So. Ich dachte auch, ob wir da durchkommen, aber es hat wieder funktioniert. Haaland trifft erneut. Wir müssen jedes Mal hier dem Rückstand hinterherlaufen, aber den kann man auch kaum verteidigen. 91er Wertung. Schon wieder 4 Tore gefallen. Gucken, ob wir es jetzt mal verhindern können, direkt wieder in Rückstand zu geraten. Bisschen konzentrierter und wissenhafter verteidigen hier. Ja, von wegen, da ist schon fast das 3-2, aber der Keeper zeigt auch, was er kann. Dass die Fans auch alle dann unser Auswärtstrikot tragen. Sehr farblich koordiniert hier. Rodman, Rodman ist schnell. Rodman ist durch. Rodman. Ah, dann nicht hart genug geschossen. Den hätte man machen müssen. Ich habe extra versucht, den Ball anzuschneiden. Hätte ich vielleicht doch mit mehr Bums schießen sollen. Anschneiden ist vielleicht auch nicht immer die richtige Wahl. Die Flanke ist schlecht und wir nähern uns dem Halbzeitpfiff. Remy ist hier gegen so einen starken Gegner natürlich nicht das Schlechteste. Ah, Haaland, da ist er nicht durchgekommen. So, eine Minute kriegen wir hier noch oben drauf. Immer noch mit dem Ball.
Und mal wieder klingelt es noch vor dem Halbzeitpfiff. Die Zeit war eigentlich schon abgelaufen. Kriegen wir noch mal einen rein. Das war mal wieder viel zu leicht. Die Abwehr ist nicht sattelfest. Offensive, alles über Haaland. Wir haben weniger Ballbesitz. Beim Gegner war jeder zweite Schuss drin. Besten Noten Haaland, Füllkrug. Danach Rodman, dieser Sie. Gucken, ob wir hier zum dritten Mal zurückkommen können. Hier muss unbedingt was Zählbares geholt werden. Ich habe bisher oft abwechselnd gewonnen und verloren. Zur Not nehme ich auch mal einen Unentschieden. Rodman. Aber wir haben natürlich auch Chancen hier. Sehen wir ja. Rodman setzt nach. Dass der Keeper genauso aussieht wie unsere Spieler, ist natürlich auch nicht vorteilhaft. Aber ich glaube, das hat jetzt noch nicht wirklich für Verwirrung gesorgt. Rodman wieder. Jetzt helfen Sie immer hier. Nur Rodman. Und immer nur Haaland. Und ja, so funktioniert es halt auch. Rodman auf Haaland. Zum dritten Mal der Ausgleich. Kein lupenreiner Hattrick. Aber ein Dreierpack nichtsdestotrotz. Wenn wir jetzt mal irgendwie selbst in Führung gehen. Nicht ständig hinterherlaufen. Das ist nicht gut für die Nerven. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Jetzt muss ich halt auch mal ein bisschen faulen. Und vielleicht auch mal die Grätschtaste nutzen. Oh, gut, dass sie drüber schießt. Aber mal wieder ging das viel zu leicht mit dem Durchkommen. Also, die neu formierte Abwehr. Gut, das ist natürlich auch eine mega Offensive, gegen die wir hier spielen. Carlos Alberto. Es gibt auch noch zwei höhere Schwierigkeitsgrade, das ist aber aktuell noch schwer vorstellbar. Dagegen anzugehen, das gibt Eckball. Zumindest ist jetzt hier schon mal nicht direkt das 4:3 gefallen. De Bruyne führt diesen Eckball aus. Ja, ganz energisch, Ball ist raus. Klasse. Geht doch mal drauf hier, Leute, so weg. Und mal wieder alles über Rodman. Irgendwas war da gepfiffen. Okay. Und es gibt schon Wechsel. Neymar Junior. Sie haben den Ball. Wir haben natürlich auch die Bank. Das hochwertiger besetzt jetzt. Carlos Alberto am Ball. Frenkie de Jong. Nicht so viel Ballbesitz. Carlos Alberto. Ja, das ist Übersicht. Kopfballduell gewonnen und mal wieder Rodman. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Mal auf Gray. Aber was für ein schlechter Pass. Boah, gut. Der Pass beim Gegner war nicht optimal. Erling Haaland. Und nochmal auf Gray. Gray. Max. Da ist die Flanke. Ah, und da hätten wir fast mal einen Abschluss geschafft nach einer Flanke. Ich wechsle mal. Schon 74. Minute. Ich wechsle einfach direkt mehrfach. Bring mal Christine von der Bank für Füllkrug. Topfschnittmann kommt für Gray. Carmo kommt mal für Bart. Abwehr noch ein bisschen aufwerten. Haaland kann ich natürlich nicht rausnehmen. Und dann kommt nochmal Gräbe für Veska. Fünften Wechsel lasse ich mir mal noch offen, falls noch was passiert. Ich verliere doch noch den Sieg holen können. Möglich ist hier alles. Von Sieg bis Niederlage. Neymar. Neymar, ja, vielversprechend. Die Flanke von Neymar. Na gut. Dame gewinnt mal ein Kopfballduell. Obwohl, es war ja kein direktes Kopfballduell. Gut, Rodman. In ihrem vorerst letzten Spiel, der Markus wird geschickt. Haaland kommt zum Abschluss und der war, glaube ich, abgefälscht. Der ist aber auf jeden Fall drin. Da führen wir mal zur Abwechslung. Haaland zum vierten. Im Schneidersitz. War der abgefälscht?
dann kannst du nichts mehr machen. Dann ist dieses Tor nicht mehr zu verhindern. Ja, er war abgefälscht. So, jetzt stelle ich auf volle Defensive, dass wir hier nicht noch den Ausgleich kassieren. 10 Minuten noch zu spielen. Nach 3 Rückständen. Jetzt mal die Führung. Können wir die jetzt über die Zeit bringen? Gegen diesen starken Gegner wäre das natürlich sehr viel wert. Sie unterstützen gut. So, sie kommen noch mal. Jetzt müssen sie es fast machen. Ein Tor Rückstand und lange ist hier nicht mehr. Erling Haaland. Haaland und Garnacho. Und schießt vorbei. Es gibt's doch nicht. Das hätte die Entscheidung sein müssen. Riesenchance. Ja, Frank kann es kaum glauben. Ich eigentlich auch nicht. So, Christine, geh mal zur Eckfahne. 2 Minuten gibt es noch. Vielleicht doch noch ein Tor machen. Haaland nochmal hier ein bisschen auch am Bälle verteilen. Die Zeit ist rum. Das ist der Sieg. Krasses Match. Viele Tore. Haaland natürlich unfassbar. Frau Rodman, es ist, glaube ich, kein Goodbye. Es ist ein See you soon. Aber erstmal ist sie weg. Wir verdienen 608 Münzen. Das war ein unglaublich starkes Spiel. Das war überragend. 8:8 Torschüsse. Sehr ausgeglichene Partie. Haaland mit einer 10,0. Besser geht's gar nicht. Füllkrug 8,8. Rodman 8,1. DeMarco 7,5. Die Defense wurde stabiler am Ende. Wir fangen jetzt wieder hier von vorne an. 1604 Punkte. Bronze 1. Abgerechnet wird immer am Montagmorgen, oder wie ist das hier? So. 5 Aufgaben abgeschlossen. Dann kriegen wir vielleicht auch noch eine Belohnung. Ich muss jetzt, wie gesagt, das Video auch beenden, weil ich noch was zu tun habe. 4 Ziele erreicht. Da kriegen wir Stärke. Erziele 3 Tore in einem beliebigen Ultimate Team Spielmodus, um das Pinktober-Trikot zu verdienen. So, jetzt haben wir auch Pinktober. Untauschbar. Was heißt das genau? Es ist doch, ich kenne das von WWE, da hatten sie immer pinke Ringseile. Ist das Brustkrebs Awareness oder sowas? Ja, steht da. Zeige deine Unterstützung, mach auf Brustkrebs aufmerksam, indem du während Pinktober Pink trägst. Alle Belohnungen sind untauschbar. Und danach kommt Movember, oder? Ne, mit, was ist das? Prostatakrebs oder so. Awareness. So, Spiele schließe ab, hol dir alle 24 Stunden EP mit Tageszielen. Da kriegen wir 150 Erfahrungspunkte. Spielfeld, Trophäe, Items. Ein Block. Aha. Naja. Hier haben wir noch 25 Torvorlagen. Dafür kriegen wir ein Goldpack untauschbar. Nice. Nice, ein Stein. Dann haben wir ja doch noch was zum Aufmachen. Das war wohl alles. Transfermarkt musste ich auch noch mal bedienen. Da hatte ich auch, glaube ich, gar keine Transfers gestartet. Aber ich habe ja jetzt mittlerweile genug Spielermaterial. Da wird auch mit Sicherheit noch was zu verkaufen sein. So, ideal um Top-Profis zu finden, 12 gemischte Gold-Items, Profis und Verbrauchs-Items. Einer selten. Mama Mia, LV, West Ham United. Es ist Emerson. 77er Wertung, Linksverteidiger. Wendell, noch ein Linksverteidiger. Flips, Flips Asmussen ist auch dabei. Flips braucht man auf jeder Party. Haben wir noch Deadeye, Hunter, Glasgow City Auswärtstrick und Lightning Thunder. Das klingt ja nach 80er Jahre Hair Metal oder was ist das? Einfach weil ich noch auf der Suche nach Paderbornern bin und noch was aufmachen will. Ich mache einfach nochmal Premium Bronze Pack auf. Ich weiß, viele sagen, das sollte man nicht, aber lasst mich. 750 Münzen. Da ist ein Deutscher, ein Torwart vom SV Sandhausen. Ist Königsmann. Guter Name, 63er Wertung. Muss auch ein bisschen die schwächeren Spieler irgendwo einsetzen mal. Skenderovic, Pinson, Kim Hyun Seo, Profiverträge, Sydney FC Wappen,
Central Coast, Marinas Korea und Chengdu Rongcheng Football Club Korea. Jo. Das war Ultimate Team für heute. Morgen geht's weiter. Ich mache auch noch ein Video zu Entschuldigung. Season, das übliche Programm, Anstoß 3. Ich musste gestern mal einmal gesundheitsbedingt aussetzen. Hoffe, dass ich jetzt wieder in die Spur komme. Vielen Dank für die Genesungswünsche und macht's gut. Bis bald. Bye, bye.